Es hieß einfach, Zitat, du bist zu tussig, um ironisch zu sein. Das kommt dann bei so Mädchen wie dir zickig rüber. Und ich durfte nie ironisch sein. Und deswegen war ich sehr froh, dass ich das in den letzten Jahren bei Viva, das waren vielleicht 3-4 Jahre, wo ich dann wirklich auch mal so meine eigenen Texte moderieren durfte. Hallo, hier ist Eva Schulz und das ist Deutschland 3000. Einmal die Woche treffe ich hier Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik, die mich mit ihren Ideen, Projekten und Geschichten beeindrucken oder bewegen, manchmal auch irritieren. Und darüber will ich mit ihnen sprechen. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Mein heutiger Gast ist Colleen Ulm-Fernandes. Woran denkt ihr, wenn ihr diesen Namen hört? Ich habe direkt eine innere Zeitreise in die frühen 2000er gemacht, als sie erst bei Bravo TV und später lange bei Viva moderiert hat. Inzwischen macht Colleen aber ganz andere Sachen, ist Schauspielerin, Kolumnistin bei der Süddeutschen Zeitung und Reporterin für ZDF Neo zu Themen wie Gender und gesellschaftlichen Rollenbildern. Wir haben darüber gesprochen, warum sie sich trotzdem mit dem Feminismus schwer tut und wie es ihr damals und heute als Frau vor der Kamera ergangen ist. Was ich gar nicht wusste, war, dass sie bei Viva sogar mal eine Woche lang gestreikt hat und dass sie offenbar ziemlich dick im Immobiliengeschäft ist. Also, lasst euch überraschen, hier kommt eine gute Stunde mit Colleen Ulm-Fernandes. Alles klar. Okay, Colleen, bereit. Wo kommst du gerade her? Ich hatte heute so ein paar Erledigungen. Das ist ja auch so nervig. Man schiebt ja auch diesen ganzen Bürokram auf und dann warten irgendwelche Leute noch dringend auf irgendwelche Quittungen, weil irgendwas so. Ich habe die ganze Zeit nur Büroarbeit gemacht und bin jetzt echt so ein bisschen. Oh. Okay. Das ist so nervig. Ich lag jetzt über eine Woche krank im Bett und dann. Man schiebt alles auf und alle warten auf irgendwas. Und aber konntest du wenigstens entspannt krank sein oder hat dich das dann auch noch gestresst? Das stresst einen ja immer, ne? Ja. Wenn man irgendwie so Termine hat und weiß, okay, bis Mittwoch muss ich wieder gesund sein. Man kann das ja immer nie so richtig einplanen, wie lange man tatsächlich krank ist. Und das ist dann immer total nervig, wenn man irgendwelche Deadlines hat und die Süddeutsche wartet noch auf 2 Kolumnen von mir. Ja. Und so. Und ich bin völlig, man ist ja auch im Kopf nicht richtig da. Ah, der Kontakt in den letzten Tagen war mit Colleen auch gar nicht so einfach, weil sie nämlich krank war. Jetzt sieht sie wieder einigermaßen erholt aus, baut sich aber hier direkt mal so eine Armada von Taschentüchern, Medikamenten und einem Energy-Drink auf. Ich habe hier für den Anfang immer ein paar, auch wieder schnelle, Entweder-Oder-Fragen. Ja, muss ich mal gucken, ob ich mit schnell überhaupt heute dienen kann. Ja, du kommst erstmal an und ich frage dich, Frühaufsteherin oder Nachteule? Definitiv Nachteule, aber wirklich extrem. Energy Drink oder Coffee to go? Definitiv Energy Drink. Sieht man auch hier. Also die Hörer können es nicht sehen, aber ich habe gerade auch einen Energy Drink vor mir, insofern. Wie viele davon trinkst du am Tag? Mittlerweile eigentlich nur noch einen, es sei denn, ich habe Nachtdrehs. Bei Nachtdrehs können es auch schon mal 5 werden, wenn man dann irgendwie um 3 Uhr morgens oder 4 Uhr morgens irgendwie irgendwas Emotionales spielen muss und man merkt, ich will einfach nur noch schlafen, dann geht's bei mir nur noch mit Energy Drinks. Okay, schauen wir mal, wann der gleich aufgeht. Mit dem Ehemann in der gleichen Serie spielen, cool oder komisch? Komisch, auf jeden Fall komisch. Wer ist der bessere Schauspieler, K1 oder Sido? Ich habe tatsächlich noch nie mit Sido gedreht, deswegen kann ich das nicht beurteilen, aber von K1 war ich positiv überrascht. Okay. Rosa oder blau? Blau. Over oder underdressed? Tendenziell würde ich eher sagen underdressed, aber nachdem ich einmal auf der Berlinale Eröffnung in Jeans und Pulli war, weiß ich, dass sich das auch irgendwie komisch anfühlt, wenn man sehr underdressed ist. Penible Vorbereitung oder Improvisation? Eine Mischung aus beidem. Wie sieht die denn aus? Naja, ist schon gut, was in der Tasche zu haben. Mein Kollege Klaas Häufer-Umlauf hat mal gesagt, man kann nur ein Ass aus dem Ärmel holen, wenn man vorher eins reingetan hat. Insofern ist es schon ganz gut, wenn man dann so ein bisschen was parat hat. Man hat dann ja immer noch die Option, alles über den Haufen zu schmeißen und dann doch zu improvisieren. Aber wenn man zumindest irgendwie was in petto hat, falls es mit dem Improvisieren nicht klappt, ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ja. Lieber samstagabends in einer Bar oder sonntagmorgens zum Brunch verabreden? Oh, das mache ich beides nicht mehr. Aber tendenziell ist mir die Bar lieber. Telefonieren oder Sprachnachricht? Oh, Sprachnachricht. Ich bin kein Freund von Sprachnachrichten, muss ich sagen. Irgendwie nervt mich das. Also lieber telefonieren, ja. Zappen oder streamen?
Ich zapp total gerne, weil man beim Zappen total viel entdeckt. Also ich zapp total viel rum und habe dadurch echt schöne Dokus und schöne Filme entdeckt und ich bin total der Zapper. Was fühlt sich mehr nach Zuhause an, Potsdam oder Pinneberg? Auf jeden Fall Potsdam. Also ich finde, in Pinneberg hat man so ein beklemmendes Gefühl. Ne? Ich weiß nicht, ob die Hörer Pinneberg kennen, aber wer Pinneberg kennt, der kann vielleicht das Gefühl nachvollziehen, dass man da ganz schnell weg will. Und Kirchensteuer zahlen, ja oder nein? Ich bin aus der Kirche ausgetreten. Das habe ich mich gefragt, weil wenn man anfängt, Texte über dich zu lesen, dann kommt ganz oft immer die Tochter eines Goa-Katholiken. Das ist ganz oft, ist es wie, als wäre das so, sehr katholischen Familie. Ja, aber was ist überhaupt ein Goa-Katholik? Kannst du das sagen? Das weiß ich auch nicht. Das hat irgendjemand bei Wikipedia reingeschrieben. Es stimmt noch nicht mal. Das ist ja eh das Ding mit Wikipedia. Ich habe ganz oft die Erfahrung gemacht, dass sehr viel davon nicht stimmt. Da kann einfach irgendwer was eintragen. Ich hatte das bei mir auch. Da stand ganz lange, ich hätte eine eigene Zellulite-Creme-Marke. Wirklich, als ob da stand da. Und mein Management hat so oft bei Wikipedia oder irgendwie versucht rauszufinden, wie man das löschen kann und so. Und dann hieß es immer, ja, sie muss beweisen, dass sie es nicht hat. Aber wie willst du es beweisen, dass du es nicht hast? Ja, so eine Kampagne starten. Ich habe keine eigene Zellulite-Creme. Genau, wie willst du das nachweisen, dass du keine eigene Zellulite-Creme hast? Und es war so schwierig, das rauszubekommen. Und das ist leider ganz oft bei Wikipedia der Fall, dass irgendwas da steht, was nicht stimmt. Und man kriegt es aber nicht gelöscht. Ja, ich hatte das in mehreren Artikeln gelesen und habe dann den Wikipedia-Artikel über Goa-Katholiken aufgerufen. Und selbst da ist ein Foto von dir drin. Nein, ne? Es gibt da so eine Liste, so prominente Goa-Katholiken und du stehst da so zwischen Bischöfen und Kardinälen, steht Colleen Ulmen Fernandes. Ja, das ist ja wirklich krass. Der Vollständigkeit halber hier jetzt noch schnell die Wikipedia-Definition von Goa-Katholiken. Das sind römisch-katholische Christen, deren Vorfahren während der portugiesischen Kolonialherrschaft über den indischen Bundesstaat Goa christianisiert und teilweise assimiliert wurden. Heute machen 360.000 vorwiegend katholische Christen noch gut ein Viertel der Bevölkerung in Goa aus. In ganz Indien sind 1,62% römisch-katholisch. Ob das jetzt stimmt? Keine Ahnung. Ja, interessant. Das ist halt wirklich so bei Wikipedia. Einer trägt was ein und dann ist es so, ne? Dann hast du auf einmal eine Zellulite-Creme und dein Vater ist Goa-Katholik. Aber wenn du sagst, deine Familie war sehr katholisch, wie hat sich das auf dein Aufwachsen ausgewirkt? Also wir hatten mal diese Diskussion, da hieß es, ich habe dann irgendwann gesagt, ich glaube nicht an Gott, ich möchte nicht mehr in die Kirche gehen. Und dann hieß es, wer nicht an Gott glaubt, der kriegt keine Weihnachtsgeschenke mehr, weil es ist ja ein katholischer, oder beziehungsweise, du kannst nicht auf der einen Seite sagen, ich nehme die Geschenke, aber das Ganze mit Jesus finde ich totaler Quatsch, wobei ich glaube, dass das Weihnachten oder das Weihnachtsfest sich davon emanzipiert hat, dass das nicht mehr ein Fest ist nur für Gläubige, also ne, wie viele Leute, alle feiern Weihnachten und ich würde mal sagen, mindestens 50% der Weihnachtsfeiernden glaubt nicht an Gott, aber das war tatsächlich eine Diskussion mit meinen Eltern und dann habe ich gesagt, ja gut, dann bleibe ich halt in der Kirche, wenn ich nur so Weihnachtsgeschenke bekomme. So, und das war tatsächlich aber ein bisschen schwierig. Und wann bist du dann ausgetreten? Ich bin dann mit 21 oder sowas ausgetreten. Also hast noch die Eltern so ein bisschen in Sicherheit gewogen für ein paar Jahre. Ja, auf jeden Fall. Das ist aber einfach auch so. Unsere Familie ist sehr katholisch. Und das fanden meine Eltern natürlich nicht so cool. Und irgendwann kam dann aber auch jemand von der Kirche zu uns nach Hause und hat dann meinen Eltern auch gesagt, das fand ich richtig cool. Eigentlich wollten die mich davon überzeugen, dass ich vielleicht doch nochmal über die Sache mit dem Glauben nachdenke. Und der hat dann gesagt, man kann niemanden zum Glauben zwingen. Und wenn ihre Tochter nicht gläubig ist, dann ist sie nicht gläubig. Und das fand ich ganz cool, dass der dann viel mehr mit meinen Eltern geredet hat als mit mir. Haben die dich denn mit in die Kirche geschleppt und so? Oder? Ja, richtig. Oh, so einmal Sonntag, die Woche? Oder? Wow. Ja, ich wurde da hingezwungen. Ich habe mich so gelangweilt. Ich bin dann im Kopf so, irgendwann träumt man so weg. Ne? Und ich habe dann so alle möglichen Sachen, bin dann quasi so im Kopf meine To-Do-Liste durchgegangen und so. Also ich fand es ganz schlimm in der Kirche. Und war das auch der Grund, warum du dann mit 15 schon zu Hause ausgezogen bist? Nee, das hatte damit nichts zu tun. Also ich war einfach an so einem Punkt, wenn man Pinneberg kennt, dann weiß man auch warum. Also ich wollte da einfach nicht mehr sein. Ich wollte stattdessen nach Hamburg. Das ist sehr provinziell und man kommt halt nirgendwo hin. Ne? Man braucht ewig, eigentlich mussten wir nur über die Straße gehen und dann waren wir in Hamburg, aber halt so am Rand von Hamburg.
Und dann, also man hatte einfach so das Gefühl, nicht wirklich, man fährt halt ewig nach Hamburg rein und man hatte nicht das Gefühl, wirklich was mit Hamburg zu tun zu haben, auch wenn wir Hamburger Vorwahl hatten und alles. Mhm. Und ich wollte da einfach nur weg und einfach nach Hamburg rein und das habe ich dann gemacht. Ich glaube, meine Eltern hätten mir einen Vogel gezeigt, wenn ich ihnen mit 15 gesagt hätte, yo, ich bin jetzt weg. Ich bin auch in so einer kleinen Stadt aufgewachsen, so da war die nächste Stadt eine Stunde entfernt, aber die hätten gesagt, im Leben nicht. Ich glaube, die haben mich mit 15 noch nicht mal alleine Zug fahren lassen. Ach, wirklich? Ja. Nee, da waren meine Eltern so, die haben mich richtig ins kalte Wasser geworfen. Ich war damals in so einer Kindermodelagentur und ich bin da immer mit dem Zug irgendwo hingefahren und ich musste aber nie umsteigen. So. Und das war dann total okay für mich, in einen Zug zu steigen, dann irgendwo anzukommen und da holt einen jemand ab. Und ich weiß noch, ich bin dann mit 14 oder sowas das erste Mal allein nach London geflogen und hatte auch total Angst. Ich musste dann mit einem Bus oder so in die Stadt fahren. Alles alleine? Ja, und ich hatte total Angst, was ist, wenn ich in den falschen Bus steige, dann bin ich auf einmal irgendwo in der Pampa in England und mein Englisch ist nicht gut genug, dass ich mich rumfragen kann und so. Also habe ich gedacht, es war schon irgendwie okay, mein Englisch, aber ich hatte richtig Angst davor und meine Mutter hat immer bei allem gesagt, kriegst du hin? Und das hat mich halt sehr früh sehr selbstständig gemacht. Okay, ich streiche meine Frage, woher nimmst du dein Selbstbewusstsein von der Liste? Das habe ich mich nämlich tatsächlich gefragt. Colleen hatte mit 15 schon den Mut, für ihre Ballettausbildung in die Großstadt zu ziehen und hat sich später auch als Moderatorin nie klein gemacht oder für dumm verkaufen lassen. Aber da kommen wir gleich noch drauf. Erstmal finde ich es krass, wie ihr ihre Mutter offenbar so ein richtiges Mantra mitgegeben hat. Das kriegst du hin. In dem Alter war ich schon froh, wenn ich es hinbekommen habe, mir meine Klamotten für den Tag selbst rauszulegen. Und wie hast du dann gewohnt in Hamburg? Bist du irgendwie in eine WG gezogen? Hattest du eine eigene Wohnung? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ganz kurz in einer WG und dann hatte ich eine eigene Wohnung. Und hast du dann so eine Fernbeziehung mit deiner Familie geführt? Oder wie? Nee, die waren, die haben mir immer so mit Tupperware Essen in den Kühlschrank gestellt. Das ist ja so eine Grundangst von Eltern, dass das Kind verhungert. So, und damit ich nicht verhungere. Und man weiß ja auch, meistens ist es ja so, wenn man auszieht, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich kenne es bei ganz vielen, dass man erstmal nicht so richtig kocht, sondern irgendwie einfach sich eine Tüte Chips man holt und so. Ja. Ne? Und irgendwie nicht so richtig sich da irgendwie stundenlang in der Küche steht. Und deswegen haben die mir dann immer so am Montag, war mein Vater immer heimlich dann in der Wohnung und ich mache den Kühlschrank auf, weil immer was zu essen drin. Und die haben sich da schon noch sehr gekümmert und die ganzen Behördengänge mit mir gemacht und so. Also es war nicht so tschüss, sondern da haben sie schon sehr noch so die Hand drauf gehalten und mir geholfen bei allem und so. Das klingt sehr, also nach sehr gelassenen, coolen Eltern. Eigentlich. Ja, und das Krasse ist, wenn man meine Eltern kennt, würde man denen das gar nicht zutrauen, weil eigentlich sind es nicht so gelassene Leute. Und das ist so, die sind eigentlich schon, also eigentlich das Gegenteil von gelassen. Und ich finde aber, was das angeht, haben die total viel richtig gemacht. Und dann hast du mit 19, also nach 4 Jahren allein in Hamburg rumswaggen, bei Bravo TV angefangen. Und ich habe mich gefragt, ob das deine Jugend eher verkürzt hat, weil du dann viel gearbeitet hast oder intensiviert hast, weil es dann so ein Rock'n'Roll-Lifestyle war. Es war schon sehr ein Rock'n'Roll-Lifestyle, ja. Also dann, ne? Vorher nicht. Vorher war ich total vernünftig und habe so mein Kram erledigt und gearbeitet und war so total ordentlich mit allem. Und dann so die Zeit, erst Bravo TV, dann Musikfernsehen, da geht's schon ab. Also es war schon eine sehr, sehr lustige Zeit, wo wir viel gefeiert haben, auch so mit den ganzen Leuten, die man da so interviewt, die kennen einen dann ja irgendwann auch, weil die bei jeder Platte vorbeikommen und irgendwann kennt man die und das war lustig. Also das war wirklich eine lustige Zeit. Wie sah dein Alltag damals aus? Weil wenn du abends feiern gehst, dann konntest du morgens nicht früh raus, oder? Naja, das ist ja schon so, dass dann das ganze Team feiern geht. Ich weiß noch, da gab es irgendwelche Kooperationen auch mit dem Dom damals und da haben wir dann immer um den Dom drumherum irgendwas gedreht und dann hat man da vor Ort irgendwelche Moderationen aufgezeichnet. Ich weiß noch einmal, wir waren dann auch immer in irgendeinem Kaff
Ich weiß nicht mehr, wo wir da genau waren, aber irgendwo mitten im Nichts. Und dann sind wir mit dem ganzen Team in so eine Dorfdisco gegangen bis irgendwann morgens und sind dann, haben dann 2 Stunden geschlafen und sind dann losgezogen, haben die Straßencharts gedreht. Und dann am Abend musste ich noch beim Dom irgendwas moderieren. Und so, und das ganze Team war halt quasi noch restbetrunken, so nach 2 Stunden Schlaf. Und es waren, glaube ich, so die lustigsten Straßencharts von allen, weil alle völlig gaga waren. Aber das war einfach so eine lustige Zeit. Es ist ja auch nicht so, dass man dann dem Chef irgendwie sagen muss, oh, ich bin noch ein bisschen restbetrunken, sondern der Chef war auch mit betrunken und insofern war der Status klar. Ich habe einer Freundin erzählt, dass ich dich heute treffe und sie hat dann so gesagt, Moment mal, und hat so Bilder von dir gegoogelt und gesagt, krass, die sieht noch genau aus wie auf dem Poster, das ich irgendwie mit 15 an der Wand hängen hatte. Wie alt ist die? Die ist Ende 20. Ach so, also ja, dann ist schon eine Weile das her. War die Viva-Zeit. Ja. Ja, 15 Jahre. Ja. Oh Gott, 15 Jahre, warte, muss ich mal kurz rechnen. Vor 15 Jahren. Da muss ich ganz frisch bei Viva gewesen sein. Das war so Ende Bravo TV, Anfang Viva. Ja. Ja. Ich hab dann auch richtig angefangen zu rattern, weil mir nicht bewusst war, wie lang das her ist. Und deswegen habe ich was mitgebracht. Das hat, die Redaktion mir vorbereitet. Okay. Und zwar sind das offenbar Schlagzeilen aus der Zeit, als du bei Viva gearbeitet hast. Du kannst mal ziehen. Sie haben mir gesagt, es sei eine bunte Mischung, einfach um uns nochmal kurz in diese Zeit zurückzuholen. Wir können da über. Guckst du gerade? Nee, ich lese gerade das Wort Knast. Also man muss sagen, die Sonne scheint von hinten auf die Zettel. Deswegen konnte ich gerade das Wort Knast lesen. Und das hat dann hast du und da habe ich gedacht, da muss ich jetzt mal gucken, was das ist. Paris Hilton muss in den Knast. Ach krass, ja. Habe ich völlig vergessen, dass die mal im Knast war. Dass es die überhaupt gab. Das war wirklich so das 2000er... Nee, weißt du, was total lustig ist? Ich weiß noch, wir hatten irgendwie so ein Interview mit Paris Hilton auf Mallorca oder so. Und dann hieß es, die bringt eine Freundin mit, die will unbedingt bekannt werden. Ich könnte dir auch ein paar Fragen stellen. So. Und dann hat Paris Hilton die ganze Zeit Interviews gegeben und so. Und dann ist das Kamerateam zu dieser Freundin hin, die irgendwie auch bekannt werden will. Und hat dann so gelangweilt irgendwie, ja, wie ist es mit Paris Hilton, eine Freundin zu sein? Und ist sie viel unterwegs und so, und dann die Freundin so 3-4 Fragen beantwortet. Niemand hat sich für die interessiert. Das war Kim Kardashian damals. Nein! Also Paris hat die überall mit hingeschleppt. Die ist ja auch durch die bekannt geworden. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl jetzt, auch wenn man so Interviews mit Paris Hilton sieht, dass sie auch so ein bisschen beleidigt ist, weil sie manchmal auch so was erzählt von falschen Freunden, die sie nur ausgenutzt haben, um bekannt zu werden. Und so. Du meinst, ich glaube, das geht in diese Richtung. Ah ja, guck mal, die nächste. Wir sind Papst. Die Bild, wir sind Papst, die Bildschlagzeile, das war auch in der Zeit. Ich weiß aber gar nicht mehr, in welchem Aber Jahr. In welcher Zeit war das? Ich meine, also war ich ja glaube, 15 Jahre ja, eben, bei Viva. Wahrscheinlich alles. 15 Jahre, stimmt. Damit hält sie wahrscheinlich den Längenrekord im Berufsjugendlichsein. Letztes Jahr ist sie dann auch noch einmal zurückgekehrt, um die allerletzte Viva-Sendung zu moderieren. Danach hat der Sender dann dicht gemacht, nach 25 Jahren. Bye bye Musikfernsehen. So, was haben wir hier noch? Das Popwunder aus der Provinz. Ah, hier, Tokyo Hotel. Ja, das siehst war krass. Du, da ging es nämlich los. Das muss 2005, 2006 dann gewesen sein? Das weiß ich. Ah, hier steht es 2007. Ah ja, weil das ist auch so, da war ich auch so, 16, 17. Die sind, das, ja, das war krass. Ja, die, hast ja, du, die, du hast die damals dann wahrscheinlich relativ oft getroffen, ja, auch, ich hab oder? Die oft und getroffen. Das so begleitet. Ja. Die sind so, nee, ich sag jetzt lieber nichts. Die sind. Ich sag gar nicht. Das war jetzt professionell. Naja, meine Einladung an die Kaulitz-Brüder ist ja schon raus. Da frage ich dann mal nach. Hoffentlich, wenn sie zusagen. Okay, ich ziehe ganz schnell das nächste. Oh, EU-Erweiterung, ganz anderes Thema. Okay, 2004, neue Chance für Osteuropas Tourismus. Wenn am 1. Mai 10 Länder in Ost- und Südeuropa der Europäischen Union beitreten. Kannst du dich noch erinnern, als der Euro kam? Ja, 2002. Wie man sich so ein Starterpaket gekauft hat. Ja, und wie man so krass, von allen Markmünzen noch was gehortet hat. Hast du das gemacht? Habe ich nicht gemacht. Ja, doch. Ich dachte, wenn es jetzt bald nicht mehr gibt, dann irgendwann ist es was Besonderes. Aber Robbie Williams ließ die Hosen runter. Kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Was war da los? Hat er wahrscheinlich ja öfter mal gemacht. Ja, genau. War er nicht 10 Jahre lang immer irgendwie so ein wilder... Ist schon, ne? Ja. Aber seine Frau hat ihn ja ganz gut gezähmt. Aber das war dann schon nach deiner Zeit. Knut sorgt für Ansturm auf Zoo.
Oh ja, den gibt's auch schon nicht mehr. Ja, krass. Aber der hat mich auch eh nie so interessiert. Dann eher Robbie. Ich war mal total Fan, wobei ich glaube, dass der echt einen Schuss hat. Wieso? Ich glaube, der ist wirklich geisteskrank. Also klar hat der was Faszinierendes als Künstler, aber ich glaube, dass der wirklich irre ist. Hast du ihn mal getroffen? Ja, mal so im Vorbeigehen. So Party-Smalltalk. Okay. Aber da war er halbwegs normal. Nee, da fand ich ihn irgendwie weird. Also es ist ja das eine, ne, dass man irgendwie einen Künstler spannend findet. Das ist eh das, was man so lernt mit der Zeit, ne? Dass viele Leute auch so ganz anders sind, als man sie sich vorstellt. Mhm. Und es gibt wahnsinnig viele Leute, die echt sehr, sehr schlechte Popmusik machen, die aber sehr nett sind. Zum Beispiel? DJ Bobo zum Beispiel oder okay. So. Also man hat ganz viele, die echt schlechten Pop machen, aber die sehr nette Menschen sind. Wobei, ich hatte auch eine ganz komische Begegnung mit DJ Bobo einmal. Aber doch, wie auch immer, ich meine so grundsätzlich. Was war die komische Begegnung? Ich weiß, es ist so doof, das immer so Sachen zu erzählen. Und dann, man weiß ja nicht, vielleicht hört DJ Bobo auch gerade zu. Ich glaube, der hört nur SRF. Weiß man nicht, der ist auch viel unterwegs. Ja, okay, und so. Stimmt. Ja, der hat mich mal so komisch angebaggert und man will echt nicht von DJ Bobo angebaggert werden. Was ist der Anmachspruch von DJ Bobo? Es war auf jeden Fall so ganz cheesy. Es war wirklich halt auch mit Anmachspruch, was man ja eigentlich so nicht macht, ne? Ja. Aber das war wirklich auch so, wo ich so dachte, ey, hat DJ Bobo mich gerade angebaggert? Auf einer Party oder wie? Ja, auf der Echo-Verleihung. So, aber es gibt eben auch ganz viele Leute, von denen man die Musik echt toll findet und die man so aus dem Fernsehen gut findet, weil man irgendwie denkt, die machen ordentlich Musik, das sind coole Leute und so, und dann lernt man die kennen und denkt nur so, was für Arschlöcher. Okay, hast du da auch ein Beispiel? Also was ich grundsätzlich meine, deswegen finde ich das generell schwierig, so diesen Hype um Menschen, weil man kennt nie die Privatperson. Und ich habe so viele kennengelernt, die auch irgendwie ein gutes Image haben und tolle Leute sind, also so von dem, was man von ihnen hält, die ein gutes Image haben und die irgendwie allgemein bewundert werden. Und dann lernt man die kennen und denkt nur so, Gott, oh Gott, oh Gott, was sind das für Vollidioten? Mhm. Und ich glaube, man sollte das nicht verwechseln. Das geht ja schnell mal so, dass Leute irgendwie einen Hype haben, weil man irgendwie findet, das sind gute Schauspieler und lernt man die kennen und denkt nur so, oh Gott. Und muss dabei aber ja auch wieder vorsichtig sein, weil vielleicht haben sie ausgerechnet an dem Tag einfach einen schlechten Tag. Ja, oder? Aber so Arschlochigkeit, also ich finde es nochmal was anderes, ob jemand einfach irgendwie ein bisschen grummelig ist oder wirklich ein Arschloch. Mhm. Hast du einen ganz guten Arschloch-Detektor entwickelt dann, so über die Zeit? Also ich habe einfach gelernt, dass man das nicht miteinander verwechseln sollte. Ne? Und ich habe grundsätzlich, bin ich deswegen, aber vielleicht auch, weil ich so jung in dieser Branche gelandet bin, ich habe ja mit 19 bei Bravo TV angefangen, dass man einfach auch generell nicht mehr Leute bewundert. Oder auch so mit Hollywood-Stars. Ne? Da gibt es ja ganz viele, die irgendwie sagen, oh Gott, ich treffe den und den, habe ein Interview. Und ich denke immer so, ja, wer weiß, vielleicht ist der irgendwie doof, privat und schlägt seinen Hund oder ich weiß nicht was. Aber ich habe dadurch das nie gehabt, dass ich irgendwie Fan bin von Leuten, weil ich nie, man weiß nie, wie der privat drauf ist. Mhm. Ich habe wenn man deinen Namen zum Beispiel auch bei YouTube eingibt, man kann eigentlich dein ganzes Erwachsenwerden verfolgen. Ja, schrecklich, vor der dieses Kamera. Internet. Das kannst ist du dir das furchtbar. Noch angucken? Nee, ich gucke mir das generell nicht so an. Also das ist eh so das Ding. Wobei man hat ja mittlerweile, glaube ich, ein Recht auf Vergessen, oder? Da geht's ja doch irgendwie wobei, sowas. Es umzusetzen ist echt schwierig im Netz. Ne? Ja klar, also, du kannst ja nicht sagen, irgendwie lösch mal die alten Bravo-TV-Clips. Aber das ist halt schon krass, ne? Wenn du so mit 19 irgendwie vor der Kamera landest. Du musst dich ja auch erstmal selbst finden. Und es gibt ja auch ganz viel. Ich hatte auch so eine Zeit, da haben mir irgendwelche Leute, die Interviews vorbereitet und dann hieß es, du stellst aber die Fragen genauso. Ich weiß noch einmal, waren die Männerherzen-Schauspieler bei mir und dann hat die Redaktion gesagt, ich soll, weil die es irgendwie lustig und geckig fanden, soll ich die fragen, dass sie ihre Schuhe miteinander tauschen. Ich habe mich so geschämt. Was? Und ich habe gesagt, das ist doch peinlich, warum soll ich das machen? Und diese, das haben wir uns überlegt und jetzt mach das bitte. Mhm. Und da gab es dann keine Diskussion. Ich musste das dann machen. Und dann weiß ich noch, damals gab es noch so Foren, wie dann überall stand, was ist das für eine bescheuerte Idee von dieser Kollegin, warum macht die das, ist doch total albern. Und man musste so für viele doofe Redaktionsideen seinen Kopf hinhalten und das hat mich wahnsinnig genervt. Und das sind dann einfach auch so Sachen, das tut mir jetzt immer noch weh, wenn ich das angucken muss, weil ich damals wirklich alles versucht habe, gegen diese
gegen blöde Ideen anzukämpfen und man muss dann einfach so gewisse Dinge machen. Was machst du heute anders, um sowas nicht mehr machen zu müssen? Also man versucht natürlich viele Sachen im Vorfeld zu klären. Es gibt ja auch manchmal Formate, die einem angeboten werden, wo es dann heißt, da hat aber die Redaktion inhaltliche Hoheit, was ja auch grundsätzlich total okay ist. Aber ich sag mittlerweile eigentlich, dass ich auch inhaltlich mitreden möchte. Und wenn jemand mir einen doofen Witz in die Moderation schreibt, dass ich dann irgendwie das Recht haben möchte, ihn nicht zu machen. Und das ist tatsächlich bei vielen Formaten nicht gewünscht, ne? Man will ganz oft einfach jemanden haben, der sich da hinstellt, die Klappe hält und alles vom Prompt darunter liest, was man ihm da hinschreibt. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass das gerade bei Frauen gerne so gesehen wird. Und deswegen sage ich auch bei ganz vielen Sachen, dass das nicht zu mir passt und dass ich das deshalb nicht machen möchte. Ich habe noch eine andere, oder ich habe einen Haufen Situationen gefunden, wo ich mich gefragt habe, wie du dich da gefühlt hast. Und zwar, so blöde Aktionen. Nee, nicht blöde Aktionen, also zumindest nicht von dir. Ich spiel's dir mal vor. Ach, von anderen Leuten. Ja. Drei alte Männer, Zeit für eine Frau. Begrüßen Sie jetzt bitte die wahrscheinlich talentierteste und schönste Frau des deutschen Musikfernsehens. Hier ist die breathtaking Colleen Fernandes. Sie gelten als ziemlich kratzbürstig. Ja, wer sagt denn sowas? Ja, es gibt kaum einen, der es nicht sagt. Du kommst hier klein vor? Ja, weil du so groß bist. Ja, aber das ist doch kein Grund. Du siehst ja hinreißend aus. Danke. Glaubst du, jemand guckt auf die Größe? Bist du eine ordentliche Hausfrau? Warum sind Sie denn so knatschig? Ich bin nicht so gnatschig. Nee, ich spreche einfach die Dinge aus, wie sie sind. Und das mögen manche halt nicht so gern. Ich find's richtig krass. Also ich meine, die haben dir Fragen gestellt. So die erste Frage war, sie sind ja ganz schön kratzbürstig. Ja, es war noch schlimmer, ne? Da waren ja einige noch schlimmere Fragen dabei. Das ist eh so ein bisschen das Ding, ne? Dass du als Frau dann ganz schnell oder ganz viel über irgendwelche Äußerlichkeiten reden musst und das dann einfach so pauschal geschrieben wird, ja, die hat ja bestimmt einfach wegen Aussehen oder was auch immer da den Job bekommen. Und deshalb fand ich es so schön, dass ich eben später auch meine Texte selbst schreiben konnte und dass dann irgendwann zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung auf mich zukommt und fragt, möchtest du als Kolumnistin für uns arbeiten und dass ich jetzt einmal wöchentlich für die schreiben darf. Ich war einfach mordsüberrascht, weil das sind Ausschnitte, die sind maximal 10 Jahre alt, zum Teil 5 oder so. Und ich habe bei vielen dieser Fragen oder Sprüche gedacht, das kann ein Mann heute eigentlich öffentlich so nicht mehr sagen. Ich fand es einmal krass, da war ich in der NDR-Talkshow, da haben mich zwei Männer interviewt, also eigentlich macht ja Barbara Schöneberger die Sendung, die war aber gerade verhindert, weil sie gerade ein Kind bekommen hat, also Mutterschaftsurlaub, und jemand anders hat die Sendung für sie vertreten. Dieser jemand anders war übrigens Steffen Halaschka, zusammen mit Hubertus Meyer-Burkhardt. Ich habe vorher gesagt, ich möchte eigentlich nicht so gerne privat viel reden. Und da wurde ich nur gefragt, in der Zeit habe ich gerade ein Haus gebaut. Da wurde ich nur gefragt, ja, Sie bauen ja gerade ein Haus. Wo leben Sie denn gerade? Leben Sie in einer Wohnung oder in einem Haus? Und es wurde nur privat irgendwie über meine Lebenssituation mir Fragen gestellt. So. Und dann ganz am Ende der Sendung hieß es, wollen Sie neben Viva auch mal was anderes machen? Und ich war da, weil ich gerade eine Filmhauptrolle gespielt habe. Da habe ich gesagt, ich bin eigentlich hier in dieser Sendung, weil ich gerade eine Filmhauptrolle abgedreht habe. Und es hieß, wir werden Ausschnitte zeigen, aber jetzt haben wir nur über Privates geredet. Kein Stück von dieser Hauptrolle. Und das fand ich krass, dass man immer so über sein Privates reden musste. Oder zum Beispiel auch dieser Begriff Partygirl. Ja. Das ist was, womit man, glaube ich, wenn man so ein sehr mädchenhafter Typ ist, was einem schnell angeheftet wird. Und ich war sehr viel auf Veranstaltungen, weil ich da zum Beispiel gedreht habe oder eine Laudatio gehalten habe oder die Preisverleihung moderiert habe. Du hast da gearbeitet. Ich habe da gearbeitet. Und zum Beispiel Barbara Schöneberger arbeitet ja auch viel auf Veranstaltungen. Also ich würde sagen, von der Frequenz waren wir ähnlich viel auf Veranstaltungen, weil wir dort was zu tun hatten. Und bei Barbara Schöneberger, weil sie einfach fraulicher ist, würde niemand den Begriff Partygirl davor klemmen. Also das ist eben das, was man in Zeitschriften liest. Und ich denke mir, warte mal, die ist genauso viel auf Veranstaltungen wie ich, weil sie eben auch dort arbeitet. Aber dieses Wort Partygirl wird ihr nicht angeheftet. Und das ist eben das, wenn du ein mädchenhafter Typ bist, dann wirst du einfach schnell auch nicht ernst genommen. Ich weiß noch, beim Filmfest München habe ich einen Preis bekommen für Spurensuche.
Und dann stand ich da mit diesem Preis und dann haben die Fotografen gesagt, kannst du den bitte kurz zur Seite stellen? Dann habe ich den Preis zur Seite gestellt, dann wurden Fotos gemacht und dann stand in allen Zeitschriften, Partygirl Colleen war auch da, nein. Wo ich so dachte, ey, ich habe einen Preis bekommen, deshalb war ich da. Ich hatte fast den Eindruck, als ich mir das alles jetzt nochmal angeschaut habe, du hattest gar keine andere Chance, vor allem in der Zeit damals, als in dieser Rolle stattzufinden. In einer anderen Rolle konnte man offenbar als Frau nicht vor die Kamera. Ja, es guckt auch niemand hin und dann musste ich auch immer so über mit einigen Chefs bei Viva so streiten, was Inhalte angeht. Also bei mir war das immer so ein Kampf für Ironie. Ich durfte nie ironisch sein. Ne? Das war immer dieses, ich habe Moderationstexte geschrieben, da wurden mir zwei Drittel rausgestrichen und dann hieß es immer, Ironie passt nicht zu Frauen wie dir. Also es hieß einfach, Zitat, du bist zu tussig, um ironisch zu sein. Das kommt dann bei so Mädchen wie dir zickig rüber. Und ich durfte nie ironisch sein und deswegen war ich sehr froh, dass ich das in den letzten Jahren bei Viva, das waren vielleicht 3-4 Jahre, wo ich dann wirklich auch mal so machen durfte, wie ich wollte, einfach auch so meine eigenen Texte moderieren durfte. Krass, dass du dann so lange durchgehalten hast. Hat dich das nicht wütend gemacht? Also, ich bin auch zwischendurch mal in Arbeitsstreik gegangen. Es gab mal so eine Woche, wirklich? Wo ich dann gesagt habe, ich komme nicht, erst wenn ich ironisch sein darf, und dann ist meine Woche nicht zur Arbeit gekommen. Ja, die haben einfach jemand anders hingestellt. So. Na toll. Irgendwie gut kommt sie halt nicht. Hier, Janine Dings, hast du Zeit? So. Also es war dann auch so ein bisschen, es war denen so ein bisschen egal, sag ich mal so. Okay, aber das heißt, das ist ja eigentlich noch schlimmer. Dann warst du ja wirklich machtlos in dem Moment. Oder ja, wie hat man sich ist das so ein angefühlt? Bisschen machtlos. Und dann ärgert mich das. Zum Beispiel Charlotte Roche hat damals wunderbare Texte geschrieben bekommen und hat sich vor einen Prompter gesetzt und diese sehr, sehr tollen Moderationstexte von Erik Pfeil heruntergelesen. Und dann weiß ich noch, als sie aufgehört hat, da hieß es, ja, die hatten total guten Style und die anderen alle, die, und das war ja auch krass, dann bei den Top 100, ne? Viele haben auch das Konzept der Top 100 nicht verstanden. Top 100 bedeutet Charts, ne? Also ja. Das heißt, es ist nicht die Musik, die ich mir selber ausgesucht habe. Und dann stand wirklich ganz oft auch irgendwie so, ja, die hat ja einen besseren Musikgeschmack als die anderen, als das, was die anderen in ihren Sendungen spielen, wo ich wirklich denke, ist nicht so, dass wir uns das aussuchen, was da in den Charts stattfindet. Ich habe neulich, ich hänge gerade noch in diesem, wie du damals behandelt wurdest, ich habe vor gar nicht langer Zeit einen Privatfernsehproduzenten getroffen und ihn genau darauf angesprochen und gefragt, warum gibt es eigentlich wenig Frauen in so, zum Beispiel, tussihaft ironisch, so warum kennen wir das nicht als eine Rolle vor der Kamera? Und er hat gesagt, naja, Frauen wollen halt auch keine Frauen sehen. Und da habe ich mich erst erschrocken und dann so ein bisschen ertappt gefühlt, weil ich gedacht habe, ja, vielleicht ist da was dran. Vielleicht gucken wir uns wirklich lieber, keine Ahnung, einen Steffen Halaschka an. Also ich freue mich immer über coole Frauen. Wenn ich Frauen sehe, die lustig sind, freue ich mich immer total. Ja. Weil es immer, also gerade auch in Magazin, ne? Das ist einfach nicht gewünscht, dass Frauen irgendwie genau, lustig sind. Genau, sie kriegen die Bühnen nicht dafür. Ja, viele wollen das auch, glaube ich, gar nicht. Also man muss ja auch sagen, in diesen ganzen 15 Jahren bei Viva waren Klaas und ich eigentlich die Einzigen, die so gekämpft haben, was die Texte angeht. Und wir hatten wirklich ganz schlimme Autoren bei Viva. Und wir waren eigentlich so die Einzigen, die gesagt haben, boah, diese Gags, ey, die gehen gar nicht. Das wollen wir nicht runterlesen. Und die meisten haben sich einfach vor den Prompter gestellt, haben das runtergelesen, sind dann wieder nach Hause gefahren und fertig. Also viele fanden das auch gar nicht so doof und fanden die Witze auch gar nicht so schlecht und haben dann einfach das alles so runtergelesen und hatten da nicht so diesen inhaltlichen Anspruch. Du arbeitest jetzt schon so lange in dieser Branche und ich habe mich gefragt, auch gerade nochmal, als wir über Paris Hilton gesprochen haben, waren Frauen da eher Verbündete, Kolleginnen oder gab es eher Fäden? Es gibt ganz viele Frauen, die ein Problem mit Frauen haben. Also es gab einige Moderatorinnen, wo ich so dachte, warum seid ihr so? Ich verstehe es überhaupt nicht, weil ich habe echt kein Problem mit anderen Frauen. Ich freue mich immer, wenn ich Frauen sehe, die ich cool finde. Und da gab es aber wirklich einige, die so einen Zickenkrieg gefahren haben, wo man wirklich dachte, ey, entspannt euch doch mal. Also ich finde, ne, ob ich jetzt irgendwie 3 Sendungen in der Woche moderiere oder 5, aber da hatten immer alle Angst, dass man ihnen irgendwie was wegnimmt. Und hast du jemals überlegt, einfach hinzuschmeißen und dann, keine Ahnung, Stand-up zu machen oder so? Wenn du so gerne, ich habe auch so Kometmoderationen, die du, glaube ich, selber auch schreiben durftest. Oh, weil nee, die durfte ich nicht. Das war krass. Ich okay. weiß, welchen Komet du meinst. Nee, das Ding war, das war heftig. Oh, da habe ich so einen Ärger bekommen. Also da
die Moderationen werden in zig Buchbesprechungen festgelegt. Mhm. Und dann habe ich einfach gedacht, naja, die Sendung ist live, was sollen sie machen? Ich mache das einfach nicht so, wie wir das abgesprochen haben. Und dann hatte ich, weiß ich noch, dann hast du ja zig Proben und dann hatte ich einen Stapel Moderationskarten für die Probe und habe das dann so brav runtermoderiert, wie man das von mir verlangt hat damals. Und dann habe ich in der Sendung einfach so gemacht, wie ich wollte, weil ich dachte, ist live, also was sollen sie machen? Und da habe ich so auf den Deckel bekommen hinterher. Du meinst den mit Menowin, ne? Wo ja, er mich danach noch verklagen. Es gibt Compilations online. Der sonnenbankfarbene, ich weiß nicht mehr, was ich da gesagt habe. Ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, wir wollten eigentlich die sonnenbankfarbene Etadi-Wuchtbrumme Menowin in unser Showprogramm mit einbauen, aber das war uns ehrlich gesagt ein bisschen zu riskant, weil der verschwindet gerne mal für ein paar Tage und kein Mensch weiß, wo der ist. Vielleicht beim Ed Hardy-Ausverkauf in Polen, beim Kinderzeugen mit Verwandten oder doch schon wieder im Knast. Man weiß es einfach nicht. Genau dieser Gag hat für richtig viel Wirbel gesorgt. Menowin Fröhlich, der war damals Zweitplatzierter bei DSDS und wollte Colleen dann sogar deshalb anzeigen. Auch die Presse hat ein Riesending draus gemacht. Womit wir wieder bei der NDR Talkshow und Steffen Halaschka wären. Im Internet, in Fanforen wird schon gefordert, sie mögen sich bitte schön öffentlich dafür entschuldigen. Wird das gefordert? Das wird gefordert. Ich meine, also wo, wenn nicht hier, wäre jetzt die Gelegenheit? Nee, dazu kann ich nur sagen, der soll sich mal nicht so haben. Ich weiß noch, ich habe richtig Ärger bekommen danach. Und dann, sage ich mal so, 3 Monate später ruft mich der Chef irgendwann ins Büro und ich dachte, okay, jetzt werde ich entlassen. Und dann zeigt er auf so einen Ordner und sagt, weißt du, was das ist? Das ist die Pressemappe zum Komet. Und weißt du, was das andere ist? Und daneben lagen so ein paar kleine Häufchen mit Zetteln. Das ist die Pressemappe von den Jahren davor bei der Kometverleihung. Mhm. Also dieser Stapel war ungefähr 10-mal so hoch. Sagte, ja, also hast zwar Ärger bekommen, so, ne, weißt du auch, war nicht gut, aber wir würden gern, dass du nächstes Jahr wieder moderierst. Und dann dachte ich so, boah, wie krass ist das denn? Jetzt, wo sie merken, dass sie dadurch Presse bekommen haben, wollen sie dann auf einmal, dass ich nächste? Und dann hat er noch so nachgeschrieben, darf es auch ironisch sein? Und dann dachte ich so, wie krass ist das denn? Aber es ist verrückt, oder, dass sie nicht mal so einen eigenen inneren Kompass haben dafür, was cool wäre und was vielleicht auch einfach reizvoll ist für Zuschauer, sondern sie brauchen erst die Bestätigung von einer dicken Pressemappe. Ja, und vor allem, ich war dadurch auch nicht entspannt, weil ich halt wusste, ich darf das eigentlich so nicht machen. Und ich dachte immer, die ziehen mich gleich von der Bühne und ersetzen mich durch Johanna Klum oder so, weil ich halt einfach gemacht habe, was ich wollte. Mhm. Und im Jahr darauf war ich wesentlich entspannter, weil ich einfach wusste, jetzt habe ich die, Erlaubnis, das so machen zu dürfen, wie ich es eigentlich die ganze Zeit schon machen wollte. Aber ja, ich finde es sehr interessant und frage mich auch gerade, ich glaube, das lässt sich auf ganz viele Situationen auch in anderen Berufen übertragen, dass man halt einmal so einen richtigen, so Badass-Move machen muss, um sich genau diese Freiheiten zu erkämpfen und sich so zu beweisen. Das finde ich schon stark. Ich weiß noch, als ich dann mit Christian zusammenkam, da haben dann Leute irgendwie geschrieben, also ein Artikel, da stand das drin, er hat die brave Bravo-TV-Moderatorin, wo ich so dachte, hä, also brav kann man jetzt wirklich über meinen Moderationsstil echt nicht sagen. Und dann hat Christian danach auch den getroffen, hat gesagt, wollen nur mal nachfragen. Da waren auch so ein paar Sachen über ihn, die halt so inhaltlich auch nicht stimmten. Und dann hat er gesagt, das tut ihm auch leid und manchmal lässt man sich dazu verleiten, einfach weil etwas ein schönes Wortspiel ist, also dass das Wortspiel vor Inhalt geht. Und das hast du halt leider ganz oft, dass Leute einfach irgendwie sich so über ihre eigenen Wortkreationen freuen, dass der Inhalt dabei so ein bisschen hinten überkippt oder auch gar nicht so genau hingucken. Und das ist, ich glaube, ich bin auch nicht so ein homogener Typ, wo alles irgendwie zusammenpasst, sondern ich glaube irgendwie, wenn man mich sieht, hat man erstmal so einen ganz anderen Eindruck von mir oder denkt nicht, dass ich dann irgendwie so eine Kometverleihung crashe und einfach mache, was ich möchte. Oder überhaupt so das Thema Ironie ist, glaube ich, etwas, was man mir von meiner Optik, von dem Typ Frau, der ich bin, erstmal so gar nicht zuschreiben würde. Was würdest du dir wünschen,
Außer der Ironie, was eine Eigenschaft wäre, für die du mehr gesehen wirst? Also mittlerweile habe ich ja zum Glück auch viele Leute, die zum Beispiel auch die Süddeutsche Kolumne total gut, da werde ich ja auch nicht zensiert, da kann ich ja auch machen, was ich möchte. Und da gibt es mittlerweile wirklich Leute, die halt auch genau das gut finden. Und das freut mich einfach, dass wirklich auch Leute mir schreiben, die Fans sind von diesen Texten. Und ich habe mittlerweile das Gefühl, dass ich da einiges richtig stellen konnte und dass ich, das war ein harter Weg und ich musste mir das sehr erarbeiten, so, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass mittlerweile die Leute auch diesen Humor sehen. Mhm. Inzwischen, du hast gerade schon gesagt, du machst die Kolumne, du spielst in Filmen, also als Schauspielerin, du hast ein Kinderbuch geschrieben. Wie teilt sich das denn auf, wenn du jetzt so im Prozent setzen, was für Jobs prägen deinen Alltag? Dann machst du Moderationen immer noch? Ja, also ich habe No More Boys and Girls für ZDF Neo war natürlich sehr zeitintensiv. Da haben wir eine ganze Weile dran gedreht. Es war natürlich auch vorbereitungsintensiv, wobei ich ja schon für das Buch eigentlich sämtliche Gender Studies gelesen habe, die es gibt. Genau, das musst du, glaube ich, nochmal erklären. Das ist ein Kinderbuch. Genau, also ich habe ein Kinderbuch gemacht, das heißt Lotti und Otto, eine Geschichte über Jungssachen und Mädchenkram. Und dann habe ich eine Sendung zu dem Thema gedreht für ZDF Neo, die sich eben genau auch mit dieser Thematik befasst. Wie sind Jungs, wie sind Mädchen, wie sind Männer, wie sind Frauen? Und was zum Beispiel total krass war, wir haben in der Sendung den Kindern Fragebögen hingelegt, wo sie ankreuzen sollten, was für sie eher eine Männersache ist und was eher eine Frauensache ist. Und da kam zu 100% das Ergebnis raus, dass für die Kinder Geld verdienen Männersache ist und sich um Kinder kümmern Frauensache. Genauso sieht's aus mit Einkaufen und Putzen, auch Frauensachen. Und bei den Männern kam, glaube ich, noch Sachen reparieren. Frauen sind für Kochen und Putzen eher so geeignet. Die meisten Männer sind halt Autoreparierer. Mädchen sind stark? Ich bin nicht stark. Die Mädchen können besser malen. Ich finde, mit Mädchen kann man ein bisschen besser reden als mit Jungs. Die Jungs sind wilder. Klar, ich würde jetzt sagen, in unserem Alter, jetzt so die Generation zwischen 30 und 40, da hat sich viel getan in Sachen Gleichberechtigung. Aber wenn man mal nach unten guckt, dann sieht man eben, dass es da schon so eine Art Backlash gibt. Also gerade die unter 10-Jährigen wachsen auch durch das Thema Gender-Marketing mit sehr stereotypen Rollenbildern auf. Mir ist es auch aufgefallen, als ich in das Kinderbuchregal meiner Tochter geguckt habe. Da ist es immer die Mama, die die Kinder ins Bett bringt bei Gute-Nacht-Geschichten. Der Papa, der von der Arbeit nach Hause kommt, die Mutter, die das Abendessen zubereitet. Und dadurch, oder auch in Kinderfilmen, in Kinderserien ist es genauso. Und dadurch hat diese Generation ein sehr konservatives Rollenbild. Und wenn man sich mit diesen Kindern unterhält, dann hat man wirklich das Gefühl, dass man eine Zeitreise in die 50er macht. Wobei das ja, glaube ich, nie anders war, oder? Also die Kinderbücher und Filme, die ich konsumiert habe als Siebenjährige, waren, glaube ich, genauso. Ich habe eher das Gefühl, dass ich das sehr, sehr spät, erst so, als ich so im Studienalter war, da habe ich dann angefangen, darüber nachzudenken und mich ein bisschen mehr damit auseinanderzusetzen. Also in meiner Kindheit gab es, Ronja Räubertochter war da ganz groß, Pippi Langstrumpf. Ja. Also man hatte schon so ein paar eigentlich ganz coole, wilde Frauen oder Vorbilder. Und das ist halt mittlerweile nicht mehr so. Also es ist extremer geworden. Die omnipräsente Prinzessin ist einfach überall. Also das ist ja eben auch das Problem des Gender-Marketings. Das ist ja ein Trend, der in den letzten 15 Jahren extrem geworden Blaue ist. Blaue Ü-Eier, rosa Ü-Eier, ja, sowas, genau. Ne? Und alles wird mittlerweile gegendert. Und dadurch hast du einfach überall die Prinzessin. Und dadurch hast du einfach Jungs, die irgendwie das Gefühl haben, sie müssen Helden sein, weil ihnen einfach, überall hast du eine Actionfigur bei den Jungs und überall hast du eine Prinzessin bei den Mädchen. Und dadurch haben die Mädchen einfach, man hat nicht so eine Vielfalt an Vorbildern, sondern es ist einfach für die Jungs der Held und für die Mädchen die Prinzessin. Stimmt. Alle lieben Elsa aus Frozen. Ganz viele kleine Mädchen wollen ihr Prinzessinnenkleid tragen. Und diese rosane Prinzessin-Lilifäisierung in den Kinderzimmern hat wirklich erst Mitte der 2000er angefangen. Das Thema hat Colleen jedenfalls wirklich gepackt. Ich komme ja kaum noch dazwischen.
Wir haben zum Beispiel in der Sendung auch Kinder-T-Shirts analysiert. Da gibt es auch eine große Studie zu dem Thema. Und dabei kam eben raus, dass Kinder-T-Shirts oder Mädchen-T-Shirts sich hauptsächlich mit äußerlichen Merkmalen befassen. Da steht dann irgendwie Pretty, Beauty, Fashionista. Und bei den Jungs ist es Born to be a Legend, I'm the Future, also ich bin die Zukunft, Genie im Wachstum. Und dadurch stehen Jungs eher unter Druck, erfolgreich sein zu müssen. Und das, also wir haben sehr viele Wissenschaftler interviewt in der Sendung und die haben eben gesagt, dass bei Männern ist es einfach dieser Druck da, sie müssen die Familie ernähren. Das wird ganz klar den Jungs als Aufgabe zugeschrieben. Das sieht man ja auch manchmal, wenn man so Dating-Shows sieht, da sitzen dann die Frauen und sagen, naja, er muss schon eine Familie ernähren können. So, also das wird einfach von den Jungs viel mehr, da ist eine ganz andere Erwartungshaltung da. Und deswegen ist die Suizidrate bei Männern auch viel größer als bei Frauen, weil sie sich schneller als Versager fühlen, wenn sie beruflich nicht das erreichen, was sie erreichen wollen. Krass, ich habe immer nur gedacht, wie blöd das für die Mädchen ist, dass sie im Vergleich zu den Jungs als lieb und nett dargestellt werden, während die Jungs dann starke Helden sein dürfen. Aber dass denen dadurch auch Druck gemacht wird, war mir gar nicht so bewusst. In dieser Sendung hast du, glaube ich, eine Woche in einer Klasse von 7-Jährigen verbracht und auch immer so, eben, du hast schon gesagt, so Experimente und Umfragen mit denen gemacht. Dass das mich am meisten berührt hat, als ich es angeguckt habe, war die Sache mit den Berufen. Ja. Da hattest du ja vorher 4 Berufe abgefragt und geschaut, sind die eher männlich oder weiblich assoziiert bei den Das Krasse war, ich habe meiner Klasse eine Pilotin vorgestellt und dann haben die Mädchen wirklich gesagt, also beide Sätze fielen, einmal, wir wussten gar nicht, dass Frauen auch ein Flugzeug fliegen können. Und andere haben gesagt, wir wussten gar nicht, dass Frauen auch ein Flugzeug fliegen dürfen. Und das hat mich wirklich schockiert, weil ich so dachte, natürlich dürfen Frauen auch ein Flugzeug fliegen. Und dann haben die sich so ein bisschen mit der Pilotin unterhalten und später wollten, ich glaube, wir hatten 14 Mädchen oder so in der Klasse, und später wollten 7 davon Pilotin werden. Wow. Und es geht ja gar nicht darum, den Mädchen zu sagen, ihr müsst Pilotin werden wollen, sondern dass sie Topmodel werden können. Das wussten die schon. Mhm. Die hatten auch alle diese Topmodel-Hefte und so. Aber die wussten wirklich nicht, dass Pilotin eine Berufsoption für Frauen ist. Und darum geht es erstmal, denen alle Optionen aufzuzeigen und dann zu sagen, so, jetzt entscheidet ihr, was ihr beruflich machen wollt. Es gibt hier, ist der Katalog, ihr könnt Wissenschaftlerin werden, ihr könnt Pilotin werden, Topmodel wisst ihr eh schon. So. Ja. Und einfach mal alles aufzuzeigen und dann zu gucken, was wollen die eigentlich? Ja. Und die waren wirklich erstaunt, dass Frauen das auch können oder dürfen. Also das war wirklich schockierend. Also mich hat das auch total berührt, weil umgekehrt gab es dann ja auch die Situation, wo deine Jungs dann einen männlichen Balletttänzer und einen Floristen kennengelernt haben und dann auch mit dem tanzen gelernt haben, beziehungsweise sie haben so einen Strauß gebunden und ein Junge sagt so, das fand ich richtig schön. Er sagte, was ich besonders gut fand, war die Schönheit. Ja. Das sagt er und ich dachte so, ach, also es wurde ihm, glaube ich, in dem Moment erst erlaubt, Schönheit gut zu finden. Und ja, das war krass. Also wir sind ja auch mit T-Shirts in eine Fußgängerzone gegangen und haben dort Shirts an Kinder verschenkt. So, und wir hatten da diese Stange und haben den Kindern gesagt, sucht euch selber aus, was ihr möchtet. Und wenn die Jungs zum Beispiel nach Skateboards, also T-Shirts mit Skateboards drauf gegriffen haben, alles total okay, Totenköpfe, super, so, aber sobald ein Junge ein T-Shirt rausgezogen hat mit einer Blume drauf, haben sofort die Eltern das zurückgehängt und haben gesagt, das ist nichts für dich, das ist für Mädchen. Mhm. So, also wir hatten selbst gemacht so ein blaues T-Shirt mit ein paar Blumen drauf und so, und kein Junge ist mit diesem Blumenshirt weggegangen, nicht weil er das nicht wollte, die haben sich das teilweise selbst rausgezogen und so, und sofort haben die Eltern das zurückgehängt, haben gesagt, nein, das ist nichts für dich. Und darum geht es erstmal, dass alles erlaubt ist, und bei Männern oder Jungs ist es eben dieses, dass das Weichsein sofort unterbunden wird. Also Jungs dürfen nicht sensibel sein, Jungs sollen keine T-Shirts anziehen mit Blumen drauf, und das bedeutet ja nicht, dass das hat ja nichts mit einer sexuellen Orientierung zu tun, sondern es ist einfach so, das wird denen aberzogen, die sollen nicht mit Blumenshirts rumlaufen. Und das war mir eben auch wichtig im Kinderbuch. Also Otto, mein männlicher Protagonist, ist auch total sensibel. Einfach den Jungs zu zeigen, es ist okay, wenn Jungs sensibel sind. Und ich habe so viele rührende Nachrichten bekommen von Müttern, die mir irgendwie geschrieben haben, dass sie ihrem Sohn das vorgelesen haben und dass der dann sagte,
aber Mama, dann ist ja total okay, so zu sein, wow, wie ich bin. Und es hat mich so gerührt. Und in meinem Buch ist es eben so, dass Lotti, das Mädchen, total mutig ist und forsch und keine Angst vor Monstern hat. Und Otto hat eben Angst vor Monstern und einfach zu zeigen, es ist okay, wenn Frauen laut sind oder Mädchen laut sind und Jungs Angst haben. Also es geht einfach um eine Rollenvielfalt und die Rollenbilder, die wir unseren Kindern aktuell präsentieren, sind halt sehr einseitig und mir ging es darum, noch eine Facette hinzuzufügen, dass man einfach vielfältige Rollenbilder im Kinderbuchregal hat und zeigt, das gibt es aber auch, es gibt Prinzessinnen, es gibt aber auch Frauen, die keine Prinzessin sein wollen, es gibt Jungs, die mutig sind, es gibt aber auch Jungs, die Angst haben, dass man einfach den Kindern alles präsentiert und dann können sie selbst entscheiden, was für ein Kind sie sein wollen. Was können wir denn ganz konkret im Alltag tun jetzt? Also ich bin zum Beispiel noch keine Mutter. Kann ich trotzdem dazu beitragen, dass Kinder heute anders aufwachsen? Also man nennt ja diese Situation Doing-Gender-Momente. Mhm. Und letztendlich das alles, was du vorgespielt hast von den Männern in Talkshows, ist ja genau das. Das ist ja letztendlich auch alles Doing Gender. Also das heißt, Geschlechterrollen zuzuschreiben, das ist mit Doing Gender gemeint. Ne? Genau, also all das, was du mir gerade vorgespielt hast. Sie produzieren es in dem Moment, es ist noch gar nicht da, aber sie produzieren es durch ihre Fragen. Ne? Genau, und dadurch ist es eben so, dass du als Mädchen irgendwie ganz viel, da wurde sich ja auch mal aufgeregt über so Red Carpet Moderatoren, die mit den Frauen immer nur darüber reden, wie lange haben sie dann gebraucht, um sich zurechtzumachen und was für ein Kleid tragen sie. Während mit den Männern oder auch männlichen Nominierten über ihren Film gesprochen wird. Und das sind einfach so Sachen, da kann jeder was machen, dass man einfach darauf achtet, dass man irgendwie die Frauen nicht auf ihre Äußerlichkeit reduziert. Und Männern wird tendenziell schneller Kompetenz unterstellt und Frauen wird sie schneller abgesprochen. Und das ist einfach was, wo jeder drauf achten kann. Genderst du in der Sprache? Findest du das wichtig? Da bin ich mir noch nicht so sicher. Ich habe jetzt die letzten beiden süddeutschen Kolumnen gegendert. Wie hast du es gemacht? Also mit Genderstern. Mhm. Aber ich bin mir da noch nicht so richtig sicher, weil ich finde es gut. Also eigentlich mache ich mir im Alltag eher die Mühe, dass ich sage Schüler und Schülerinnen und nicht SchülerInnen. Das haben deine Gesprächspartner zum Teil gemacht. Genau. Und PartnerInnen auch. Irgendwie stolper ich darüber und dann nehme ich mir lieber eher die Zeit, beides zu benennen. Aber ich bin mir da noch nicht so sicher. Also bei der Kolumne muss man sagen, das spart natürlich auch Platz. Also manchmal, wenn ich zu kurz bin, dann freut mich das, dann kann ich so irgendwie künstlich verlängern, wenn ich immer schreibe Schüler und Schülerinnen, Lehrer und Lehrerinnen. Das macht natürlich die Kolumne gleich viel länger. Man hat ja so eine Zeilenvorgabe, wie viel man abgeben muss. Also da entscheide ich es immer je nach Platz. Aber so richtig, ich habe da noch nicht so den Weg gefunden, weil ich finde es auch sprachlich manchmal so ein bisschen schwierig. Also es geht ja nicht nur um die Berufe, sondern dann muss ja da auch ein Sternchen ranklemmen und gewöhne mich langsam an das Gender-Sternchen, aber ich mache es nicht konsequent in jedem Text. Achtung, hören Sie jetzt, wie die Moderatorin versucht zu widersprechen, dabei aber so weit ausholt, dass sie gar nicht erst zum Punkt kommt und Colleen auf einmal von Steak spricht. Ich kann voll verstehen, was du meinst, weil es, glaube ich, einfach ungewohnt ist. Ne? Es ist wieder ein bisschen wie mit den Bildern damals, von den undifferenzierten wenigen Frauenbildern, die es gab. Wenn dann auf einmal eine kommt, die ganz neue Sachen kombiniert, wie Zynismus und Schönheit. Also ich finde es total wichtig. Mich ärgert das. Also zum Beispiel habe ich neulich was gesehen über Fleisch. Dieses, wie heißen diese Rinder, die massiert werden und Bier trinken? Kobe. Ja, oder? Diese teuren Wagyu Rinder. Wagyu und so. Ja, genau. Und dann habe ich so einen Bericht darüber gesehen und da sagte der Offsprecher, es müssen noch viele Rinder mit Bier gefüttert werden, damit erfolgreiche Geschäftsmänner sich das leisten können. Da bin ich fast an die Decke gegangen, weil ich so dachte, ey, was mit den Geschäftsfrauen? Ne? Ja. Und sowas ärgert mich extrem. Also da bin ich wirklich, da bin ich auf 180, wenn ich sowas höre. Aber das ist einfach was, wo ich denke, da sollte man drauf achten. Mhm. Aber manchmal ist es halt auch sehr kompliziert, so mit diesem
alles zu gendern und dann stört es manchmal auch so ein bisschen den Lesefluss. Aber das mache ich schon, dass ich auf jeden Fall immer Lehrer und Lehrerinnen, Schüler und Schülerinnen, dass ich beide Geschlechter nenne. Aber ansonsten, manchmal wird es auch einfach sehr komplex, wenn man alles richtig konsequent und grammatikalisch korrekt gendert. Nennst du dich selber Feministin? Nee. Warum nicht? Weil es klingt eigentlich alles sehr feministisch. Bis vielleicht auf das konsequente Gendern. Weil ich da die Regeln nicht kenne. Es ist ja auch nicht so, dass es da so einheitliche Gesetze gibt. Wenn sie die und die und die Kriterien erfüllen, dann herzlichen Glückwunsch. Feminismusgesetz. Paragraph 1 FGB. Und es gibt einige selbsternannte Feministinnen, die sehr radikale Vorstellungen haben von dem, was man sein muss und wie man sein muss, um Feministin sein zu dürfen. Und mit dem will ich mich gar nicht anlegen. Also wenn ich jetzt sage, ich bin Feministin, kommen dann bestimmt irgendwie 20 noch feministischere Feministinnen, die irgendwie sagen, nee, Moment mal, du hast aber das und das gemacht, das geht gar nicht. Und ich will eigentlich mehr, die Gleichberechtigung ist mir wichtiger. Ich will mich da nicht mit Begrifflichkeiten aufhalten. Aber vielleicht kommen auch 30 von denen, die mit 15 ein Poster von dir an der Wand hatten und dachten, oh, wenn Colleen Feministin ist, ist es vielleicht auch was für mich. Ja, letztendlich geht es doch darum, möglichst viele mit ins Boot zu holen. Aber ich habe irgendwie bei manchen das Gefühl, das wollen die gar nicht. Die wollen irgendwie unter sich bleiben und da möglichst nicht so viele Menschen mit reinholen und möglichst irgendwie so ein kleiner, exklusiver Kreis bleiben. Und da sollen möglichst, also das ist irgendwie so ein Club mit einer geschlossenen Tür, wo irgendwie niemand rein darf. Das ist wirklich ein Riesenproblem, das der Feminismus hat, dass Frauen wie Colleen sich gar nicht an ihn rantrauen. Natürlich macht sie sich's auch irgendwie einfach damit zu sagen, die wollen mich ja gar nicht. Sie hat's ja offenbar noch nicht mal probiert. Schade. Oder hat sie recht? Schließen Feministinnen bestimmte Frauen tatsächlich aus, weil sie, naja, nicht feministisch genug sind? Auch wenn man mal guckt, ne, in 80% der deutschen Haushalte ist immer noch die Frau in erster Linie für die Hausarbeit zuständig. Mhm. Und das ist ja was du nicht gesetzlich verordnen kannst. Du kannst ja nicht irgendwie per Gesetz die Männer dazu zwingen, auch mal die Spülmaschine auszuräumen. So, und deswegen muss das Thema im Privaten ankommen, damit sich wirklich was verändert. Und dazu muss man eben möglichst viele Leute da reinholen und nicht irgendwie für sich bleiben, sondern man muss eben viele für das Thema sensibilisieren. Ich habe überlegt, wenn ich dir eine Twitter-Bio schreiben würde, dann stünde da wahrscheinlich irgendwie, auch nach dem, was du jetzt erzählt hast, Moderatorin, Schauspielerin, Autorin, vielleicht noch Mutter. Dann habe ich geguckt, was deine wirkliche Twitter-Bio ist. Und da steht Immobilienbesitzerin, Ehefrau, neu bei Twitter. Und ich dachte, wie geil, Immobilienbesitzerin. Ja, das hat mein Mann, hat für mich den Twitter-Account wirklich angelegt und das hat er dahin geschrieben. Ich hätte, glaube ich, Ehefrau da nicht mit, aber das war ihm wichtig. Das klingt auch. Und er hat auch das Fernandes weggelassen. Er hat mir auch mein Instagram damals eingerichtet und wenn mein Mann was einrichtet, das erkennt man immer daran, dass das Fernandes fehlt. Oh, ist also ja kein da steht Fan da nur noch Colleen Ullmann. Er hatte sich, glaube ich, hatte sich auf jeden Fall gewünscht, dass ich nur Ullmann heiße und nicht Ullmann Fernandes. War das eine Diskussion oder hast du ihn davor vollendete Tatsachen gestellt? Nee, das war für mich ganz klar, dass ich den Doppelnamen annehme, aber das haben wir Männer manchmal, dass sie gern so ihren Stempel drauf machen, ja. So jetzt meins. Und ihm wäre Ullmann, nur Ullmann lieber gewesen. Oha, ich sehe schon. In diesem Haushalt gibt's für die FeministInnen doch noch viel zu tun. Erzählst du mir trotzdem, was es mit dem Immobilienbesitzerin auf sich hat? Was hast, glaube ich, schon ganz jung ein Haus gebaut auch, ne? Irgendwie mit Ende 20 auch. Ja, ich bin ja so vernünftig, ne? Ich habe ja schwäbische und indische Wurzeln. Und die Inder können gut mit Geld umgehen und die Schwaben ja auch, das weiß man ja. Und das war bei mir so, dass ich auch nie irgendwie mein Geld verprasst habe, ne? Es gibt so männliche Kollegen beim Musikfernsehen, die hatten dann auf einmal 3 Autos auf einmal, als sie sich's leisten konnten. Und ich dachte immer so, krass, man kann doch eh nur mit einem fahren. Und bei mir war es so, wenn irgendwie zum Beispiel über Werbeverträge Geld reinkam, habe ich immer das zusammengehalten und dann einfach eine Immobilie gekauft und vermietet. So. Und weil ich immer dachte, ich will möglichst früh irgendwie abgesichert sein. Und
das fühlt sich dann auch irgendwann gut an, weil man einfach weiß, ich habe jetzt die Mieteinnahmen und ich könnte auch theoretisch einfach zu Hause bleiben und PlayStation spielen. Und dadurch fühlt man sich einfach auch frei, weil ich muss nicht, wenn irgendwelche Produzenten eine merkwürdige Vorstellung haben, also ich habe auch schon mal von einem Produzenten gehört, wir suchen ja einfach eine Frau, die gut aussieht in der Deko, dann kann man sagen, vielen Dank, nein. Das bin ich nicht. Ja. So. Ja. Und das gibt mir einfach so eine gewisse Sicherheit. Woran erkennt man eine gute Immobilieninvestition? Für die anderen Sicherheitstypen, die gerade zuhören. Man sagt immer Lage, Lage, Lage. Also die Lage ist das Allerwichtigste. Und man muss natürlich auch das ist so ein Bauchgefühl, ne? Man kann das ganz oft gar nicht sagen. Ich weiß noch, ich habe ein Haus gebaut, da war nix, ne? Da war vorher nur Matschepampe und dann sagte der Architekt, ja, die Gegend wird mal richtig kommen. Und ich dachte so, ehrlich? Na gut, ich weiß nicht. So, und dann macht man sich halt so seine Gedanken und ich schreibe da nochmal so Pro- und Kontralisten, was für und gegen diese Gegend spricht. Und letztendlich ist es aber alles ein Bauchgefühl. Und dann habe ich dort halt das Grundstück gekauft und dann gebaut. Und tatsächlich ist diese Gegend so geboomt und so explodiert, dass ich wirklich dachte, krass, da hatte ich auch wieder den richtigen Riecher. Also letztendlich ist es, glaube ich, einfach ein Bauchgefühl. Das kann man, ich weiß nicht, man muss einfach irgendwie auch so ein bisschen das richtige Bauchgefühl haben. Und ich gehe halt auch nicht so auf Risiko. Auch so ein typisch weiblicher Reflex, oder? Das aufs Bauchgefühl zu schieben. Ich glaube, man muss schon auch richtig was von diesem Geschäft verstehen, um da gut drin zu sein. Ich finde es ganz spannend, das zu hören, auch was du so sagst mit diesem vernünftig sein und so. Wählst du dann auch Angela Merkel? Bist du so... Ja, darüber, das ist ja immer so ein bisschen schwierig, ne? Ich mag jetzt nicht sagen, was ich wähle. Ich bin tendenziell auch Wechselwähler. Ne? Ich bin jetzt nicht fest bei einer Partei, sondern ich gucke schon, was die so machen. Und wenn mir irgendwas nicht passt, dann wechsle ich auch mal. Oder manchmal auch nicht machen, ne? Ja, manchmal auch nicht machen. Und dann ist man manchmal auch enttäuscht von der Partei, die man zuletzt gewählt hat. Also da bin ich, da switche ich auch. Ne? Aber würdest du sagen, du bist ein politischer Mensch? Ich glaube, dass letztendlich alles Politik ist. Ne? Ich habe einmal so eine Talksendung gesehen, da saß eine Frau, die gesagt hat, ja, Politik interessiert mich nicht. Da ging es so kurz vor der Wahl und sie hat gesagt, ich wähle nicht, weil das hat alles mit mir nichts zu tun. Und das ist, finde ich, ein wahnsinnig schwachsinniger Satz, weil alles, wenn du ein Brötchen kaufst, wie viel Mehrwertsteuer du für dein Brötchen bezahlst, alles ist Politik. Und dass man sagt, das hat mit mir nichts zu tun, finde ich total krass, weil Politik hat mit uns allen was zu tun. Das heißt, was ist ein Thema, das dich immer wieder aufregt? Oh, ganz viel, ganz viel. Aber bei manchen Sachen, ich will, was so manche Themen angeht, da nicht so in die Schusslinie geraten, ne? Zum Beispiel auch so, was das Thema Immobilien angeht und so. Du bist ja tendenziell, gibt es ja auch so Leute, die das irgendwie generell Investoren doof finden und Kapitalismus und all das und ja. Ich glaube, da werden schnell so Fronten gezeichnet, auch wieder vielleicht eigentlich ähnlich wie bei diesem, was du gerade beschrieben hast mit Doing Gender, ist es halt manchmal leicht, Leute, die Geld haben, um Häuser zu bauen, in eine Schublade zu stecken und die dir das nicht haben, in die andere und dann bist du sehr schnell in so einem Schwarz-Weiß. Ja, ja, total. Und es ist interessant, dass du dann auch sagst, oh Gott, eigentlich ne, gefährliches Terrain, weil wir dann es gar nicht schaffen, das dazwischen irgendwie abzubilden. Ich bin eine nette Vermieterin. Also ich weiß noch, ich habe mich einmal sogar vom Mieterverein beraten lassen, weil ich habe, da gab es so eine Sache, da war was kaputt und dann habe ich gedacht, ich möchte da gern meiner Mieterin Mietminderung geben und so. Und dann habe ich, ich habe so einen Anwalt, der mich in Mietsachen berät, habe ich da angerufen und habe gesagt, ja, ich würde gerne Mietminderung geben. Was würden Sie denn sagen? Ja, wir müssen keine Mietminderung geben. Habe ich gesagt, ja, ich würde aber gerne. Wie viel soll ich da jetzt? Ich habe keine Idee. Nein, nein, auf gar keinen Fall Mietminderung geben. Habe ich gedacht, okay, dann frage ich jetzt mal einen anderen Mietrechtsanwalt. Man kann ja so Stunden kaufen. Ne? Dann habe ich so eine Stunde gebucht bei einer anderen Anwältin für Mietrecht und habe mich dann eine Stunde von der beraten lassen und die auch so, nein, nein, auf gar keinen Fall Mietminderung. Und dann habe ich irgendwann beim Mieterverein angerufen und gesagt, ey, ich bin Vermieterin, ich weiß, ich bin hier falsch, aber können Sie mich mal beraten und so? Und die so, nee, Sie sind Vermieterin, wir sind
Die wollten auch nicht. Die wollten gar nicht mit mir reden, weil die halt Mieter beraten und keine Vermieter und so. Und dann habe ich irgendwann einfach so mit mir selber was zusammengerechnet und der halt Mietminderung gegeben und so. Aber das ist ja schon ein Riesenproblem, ne? Also alleine, dass da die Fronten so hart sind und das kein war ganz Anwalt, krass. Keine offizielle Stelle ein Interesse daran hat, diese beiden Parteien zusammenzubringen oder da mal irgendwie ein bisschen Harmonie zu stiften. Das ist schon so. Aber du bist halt auch als Vermieter tendenziell auch so das Arschloch, sag ich mal. Ne? Also es gibt ja so gewisse Leute, für die sind so generell, die wollen ja auch gar nicht, dass gebaut wird. Ne? Bloß nicht bauen, weil alle, die bauen, sind böse. So und da man bist hat halt du auch schnell sehr mal viel Macht. Ne? Als Vermieter bist du immer die Mächtigere. Na, bist du eigentlich gar nicht. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand länger keine Miete bezahlt, ist auch ganz schwierig, den rauszubekommen. Also oft sitzt der Mieter tatsächlich am längeren Hebel. Okay, das klingt, als würdest du das auch schon kennen. Na, ich hatte das, ich hatte es mal auch ganz kurz, da hat jemand seine Miete nicht bezahlt. Du und Christian, ihr steht ja bei Jerks zusammen vor der Kamera. Inwieweit seid ihr da anders? Weil ihr spielt ja eigentlich euch selbst, bis auf die Tatsache, dass ihr in der Serie geschieden seid. Ich finde schon, dass wir anders sind bei Jerks. Also gerade meine Rolle ist ja ganz oft auch so spießig, sag ich mal. Also zum Beispiel diese Situation, wo ich Christian dann vors Jugendamt zerre und so. Und tendenziell im Privaten ist es, glaube ich, eher umgekehrt. Da sehe ich Sachen eher locker und Christian nicht so. Und deswegen glaube ich, also bei manchen Situationen sind wir, glaube ich, genau das Gegenteil davon. Dass Christian eher sagen würde, das geht doch gar nicht. Und ich, ja, pff, so what? Ich finde spannend bei dieser Serie, dass ja ganz, ganz vieles davon improvisiert ist. Und ich habe mich gefragt, ist das leichter, wenn man sich so gut kennt, miteinander zu improvisieren? Nee, tendenziell ist es eher schwieriger, weil man ja auch ganz viel Privates bei Jerks mit reinnimmt. Und manchmal wäre es, glaube ich, leichter, wenn einfach klar ist, was gesagt wird und man eben nicht improvisieren muss. Weil, also für mich ist es manchmal auch gar nicht so einfach, weil so viel Privates in der Serie steckt und deswegen brauche ich manchmal auch einen größeren Abstand zu Jerks, weil ich das eigentlich gar nicht so mag, wenn das Private so sehr in die Arbeit mit reingeht und ich brauche dann manchmal auch so ein bisschen so ein paar Tage Jerks frei, weil mir das Projekt tendenziell zu sehr in mein Privatleben reinlangt. Dein Mann wirkt auch nicht, als würde er das brauchen. Der scheint da sehr, sehr tief drin zu stecken immer. Bei Jerks? Mhm. Ja, das ist ja auch seine erste Regiearbeit und ich weiß noch, als uns die Serie angeboten wurde, das war im Februar 2015, da kam die E-Mail mit dem Angebot für Jerks an meine Agentur und dann hieß es eben, ja, hier zeigt das auch mal Christian, wir können uns vorstellen, dass ihm das auch gefällt. Und dann war seine erste Reaktion, mich selbst spielen, habe ich gar keinen Bock drauf. So, und dann aber hat er sich das angeguckt, hat sich die DVDs dann nochmal angeschaut und hat dann gesagt, ja, passt mir doch ganz gut, könnte mir doch gefallen. Und ab da war er dann wirklich Feuer und Flamme für das Projekt. Und das funktioniert ja ganz, ganz stark über Fremdschämen-Momente, ne? Ihr lasst es immer so alltägliche Situationen eigentlich eskalieren? Tendenziell ja, sagen Leute, aber ich schäme mich nicht so schnell. Ha. Dadurch empfinde ich das gar nicht so. Also mich erstaunt auch immer wieder, wenn Leute sagen, ich konnte mir das gar nicht zu Ende angucken. Ich habe mich so geschämt. Dann so geht es mir mitunter. Ich denke immer so, ey, was ist mit euch los? Weil ich habe halt auch nicht dieses, dass ich mich so schnell schäme und irgendwie fehlt da bei mir was anscheinend alle anderen Menschen haben. Aber ich habe dieses Gefühl, sich zu schämen, das habe ich gar nicht so anscheinend wie andere. Ne? Also ich lese das auch und manche sagen ja schon allein, wenn sie die Drehbücher lesen, oh Gott, ich habe mich beim, also so von Schauspielern hört man das, ich habe mich beim Lesen schon so geschämt und dann lese ich es immer durch und denke so, echt, weiß nicht, ich finde es jetzt alles gar nicht so schlimm, aber es scheint so zu sein. Meine letzte Frage ist, gibt es einen Rat, den du der Colleen von vor, ich sag jetzt mal so 15 Jahren geben wollen würdest, die auf diesem Poster damals war? Also wenn man mit sich selbst telefonieren könnte, so ins Ja, zum ins Beispiel, damals, wenn du da jetzt einmal kurz anrufst und sagst, ey Colleen,
Da würde ich mir wahrscheinlich ein ganzes Buch vorlesen. Ne? Man weiß dann ja auch vieles. Ne? Also jetzt auch so im Privaten. Ne? Dann zum Beispiel würde man dann irgendwie sagen, fang mit dem nichts an, er ist ein Arschloch. Das merkst du zwar jetzt noch nicht, aber später wirst du es wissen. Und da gibt es ganz viel, so was man einfach erst hinterher weiß. Auch so Leute, die man irgendwie anders eingeschätzt hat und so. Da würde ich mich total vorwarnen und sagen, ja, die Dings, die redet schlecht hinter deinem Rücken und mit dem, fang bloß nichts mit dem an und solche Sachen. Also würdest du wahrscheinlich eine Liste rüberschicken? Ich würde ein ganzes Buch rüberschicken. Okay, dann vielen Dank gerne für das Gespräch, das hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Und woran denkt ihr jetzt, wenn ihr an Colleen denkt? In den Klatschmagazinen steht sie ja oft immer noch für, und ich zitiere das, die quirlige Viva-Beauty oder eben das Party-Girl. Dabei hat sie inzwischen ganz andere Jobs und Themen. Und diese Podcast-Folge hat mir so doll wie bisher noch keine bewusst gemacht, wie Medien unsere Bilder und Eindrücke von Prominenten prägen und dass man sie immer hinterfragen sollte. Und das ist ja hier auch genau mein Ziel. Deshalb freue ich mich, wenn ihr die gute Stunde abonniert oder, falls ihr das schon gemacht habt, sie einer Freundin oder einem Freund weiterempfehlt. Vielleicht kennt ihr ja jemanden, der auch mal ein Poster von Colleen an der Wand hängen hatte oder der ihre Immobilientipps gebrauchen könnte. Ich bin Eva Schulz, ihr findet mich auf Facebook, Twitter, Instagram und nächsten Mittwoch auch wieder hier mit einer neuen guten Stunde. Also bis dann, ich freue mich. Deutschland 3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, Puls, UFM, Unser Ding und Funk.